Walter Rathenau, ein amphibisches Wesen zwischen Kaufmann und Künstler, Tatmensch und Denker. So hat ihn Stefan Zweig beschrieben, 1912 beschrieben, als bestimmt noch nicht so ahnbar, wie das mit ihm weitergehen und schließlich enden sollte. 10 Jahre später wird der Außenminister Walter Rathenau in Berlin in der noblen Grunewaldgegend ermordet von rechten Terroristen der Organisation Konsul. Das ist heute 100 Jahre her. Am Vormittag dieses 24. Juni 1922 verlässt Walter Rathenau ein letztes Mal sein Haus im Berliner Grunewald. Der Reichsminister will ins Auswärtige Amt. Den Mercedes, der seinem Wagen folgt und bald zum Überholen ansetzt, bemerken weder er noch sein Fahrer. 3 Insassen, offenes Verdeck. Als das große Auto etwa um eine halbe Wagenlänge vorüber war, bückte sich der eine Herr in dem feinen Ledermantel nach vorn, ergriff eine lange Pistole und legte auf den Herrn in dem anderen Wagen an. 5 Schüsse fallen, eine Handgranate detoniert. Walter Rathenau sinkt zusammen. Ein Attentat. Das Mordkommando rast davon. Walter Rathenau, der Sohn des schwerreichen AEG-Gründers Emil Rathenau, ist eine schillernde Persönlichkeit, mit verschiedensten Talenten gesegnet. Nach dem Ersten Weltkrieg war er in die Politik eingestiegen, zunächst 1921 als Wiederaufbauminister, dann ab Februar 22 als Außenminister. Sein Ziel formulierte Rathenau so: Wir müssen Wege finden, uns mit der Welt wieder zusammenzubringen. Gemeinsam mit dem Finanzminister Matthias Erzberger plädiert Rathenau für eine sogenannte Erfüllungspolitik. Letztlich, um zu zeigen, dass bei aller Kooperationsbereitschaft Deutschlands die hohen Reparationsforderungen des Versailler Vertrags eben nicht zu erfüllen sind. Und Rathenau sorgt für Wirbel, als er den Rapallo-Vertrag mit Sowjetrussland unterzeichnet. Die beiden politisch isolierten Staaten beschließen wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Verzicht auf gegenseitige Reparationsforderungen. Das alles bestärkt die Feindseligkeit rechtsextremer Kreise gegen Rathenau. Er gilt ihnen als Inkarnation der verhassten Judenrepublik. Der Historiker Martin Sabro. Aus dieser Sicht steigert sich mit der wachsenden Suche nach einem Sündenbock. Und hier spielt die jüdische Herkunft Walter Rathenaus eine große Rolle. Er wird zum Feindbild der Antisemiten. Es bleibt nicht bei Hetzparolen, wie sich dann im Juni 1922 zeigt. 2 der Mörder Rathenaus kommen auf der Flucht um, ein dritter wandert ins Gefängnis. Hinter dem Attentat steckt die Organisation Konsul, ein geheimes Netzwerk ehemaliger Militärs. Dabei geht es um mehr als Rache für die Kriegsniederlage und den Versailler Vertrag oder Judenhass. Es geht gegen die Republik um Umsturzpläne. Die Ermordung Rathenaus fügt sich in diesen Putschplan, mit Hilfe von politischen Attentaten die Republik so zu destabilisieren, dass sie im Bürgerkrieg versinken sollte. Und in dieser Situation wollte sich die Organisation Konsul als Retter der Regierung darstellen, präsentieren, um dabei gleichzeitig die Regierung abzulösen und die Republik umzustürzen. Der Putschplan misslingt. Die Weimarer Republik zeigt Reaktion. Hunderttausende auf den Straßen und im Parlament Entschlossenheit. In vielen Städten Deutschlands versammeln sich Millionen, die nach Rache schreien und nach Konsequenzen. Im Reichstag ruft Reichskanzler Wirth völlig erschüttert aus: Da steht der Feind, dieser Feind steht rechts und er weist auf die Deutschnationalen. Mit großer Mehrheit verabschiedet der Reichstag ein Republikschutzgesetz. Doch der Kampf gegen die Drahtzieher des Mordes an Rathenau bleibt dennoch halbherzig, denn die Organisation Konsul hat gute Verbindungen. In Polizei und Justiz sitzen an den Schaltstellen nach wie vor die alten Eliten des Kaiserreichs, ebenso Gegner der Weimarer Republik.